Ich laufe jetzt dahin und werde nämlich nochmal die Schiffe losschicken. Und vielleicht habe ich ja Glück und treffe nur auf einen Gegner und kann den nochmal aufhängen. So, Peitsche. Da sind Gegner, sind ganz viele. Weil ich meine, selbst wenn ich jetzt wieder sehr bekannt sein sollte gleich. Geh mir aus der Sonne! Verschwinde hier! Das haut nicht ganz hin, was ich vorhab. Jetzt bin ich zu unbekannt. Das ist irgendwie doof. Entweder bin ich zu bekannt oder zu unbekannt. So, hier ist aber eh nichts zum Aufhängen, oder? Hast du keinen Respekt? Letzte Nacht lacht am besten. So, okay, 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 okay. Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne. Oh, da ist ja wieder die Laterne. Nein! Als ob du kämpfen könntest. Ja, ich kann kämpfen, aber ich muss aber erst. Danke. So. Das ist aber eine gute Idee, dann kann ich von hier nämlich immer da rüber springen. Okay, das heißt gerade angehört wie der Joker. Nicht, dass er auf einmal einen Gastauftritt hier hat. Ah, warum muss ich denn erst in die Richtung gucken? Gut, der gibt irgendwie Sinn, aber da müsste die Peitsche über den Rücken irgendwie werfen. Also kann man das so ganz gut sammeln hier gerade, ne? Die Trophäe. Hab schon gedacht, ich hätte jetzt die Frau getroffen, die Arme. Oh, so, der nächste bitte. Bist du denn da? Okay. Ah, ich kann auch probieren, den zu bestehlen. Vielleicht wird er dann aggressiv. Ah, ja, der hat Lunte gerochen auf jeden Fall schon mal. Sie ist wohl weg. Sie ist wohl weg. Ja, es kann sein, dass ich weg bin, ja. Hallo, ich... Entwischt. Wag es nicht, wegzugehen. Ja. Danke. Aua. So, wo ist meine Laterne? Ich weiß, der Part ist bestimmt sehr spaßig für euch. Weil hier sehr viele unterschiedliche Dinge gerade passieren. Aber wir müssen mal halt durch. Wir wollen ja die Trophäen sammeln. Also ich will das zumindest. Alter, du blöder Arsch. Aua. Steh da nicht so rum, hilf mir. Ach, Aveline. Ach, Kinder. Vielleicht soll ich einfach nur die normalen Gegner nehmen. Verfolgt sie! Da ist sie! Danke. So. Alles klar. Also müssten mir jetzt noch, wenn ich richtig gezählt habe, noch 3 fehlen. Gut, das werde ich auf jeden Fall in dieser Aufnahmesession machen. Also ich gehe jetzt kein Risiko ein und werde die Konsole ausmachen, weil wie gesagt, wie ich gelesen habe, könnte es passieren, wenn man die Konsole zwischendurch ausmacht, dass diverse Counter auf 0 gesetzt werden. Ja, sind so viele. Da habe ich ein bisschen Bammel vor. So, okay, nichtsdestotrotz. Dame. Ah, na, vielleicht sogar noch rollenspezifische Aufgaben für die gute Dame. Kann sogar sein. So. Müssen wir erstmal den Steckbrief abhängen. Ah, die Dame ist unbescholten, also... Oh, der ist ein Schmuggler, das ist gut. Dass er vielleicht ihn erreichen sollte. Dann können wir mal nach neuen Taschenuhren schauen. So, ich habe auch schon die Giftpfeile ausgewählt. So, okay, was hast du denn Schönes hier für mich? 21.000 für ein Pariser Meisterstück, tatsächlich.
Jetzt fehlen noch ein oder zwei. Also ich... Eine Taschenuhr kostet, glaube ich, 42.000. Das war, meine ich, die teuerste. Also könnte es durchaus sein, dass das jetzt die letzte war. Vielleicht war es auch die vorletzte. Das weiß ich nicht. Ich weiß jetzt nur, dass ich gerne die Schiffe wieder losschicken möchte. Damit ich mir das auch irgendwann leisten kann. Oh, dann kann ich auch gerade hier den geschlossenen Schneider, ich wollte Schreiner sagen, Schneider renovieren. Und dann ist er nicht mehr geschlossen. Oh! Oh! Pardon! Je me demande si... Die Frage ist, sind den Bayou auch Typen, von denen ich eine Brosche bekomme? Ich würde jetzt denken, nein. Also in Mexiko glaube ich auf gar keinen Fall. So, Schneiderei gekauft. So, ich möchte bitte das Handelssystem aufrufen. Oh, Bordeaux kam dazu. Bordeaux. Da würde ich in Bordeaux doch direkt mal ein neues Schiff kaufen. Wir brauchen ja am Ende 8. Ich würde... Wow! Okay, jetzt gibt es noch die Barke. Die Barke gab es ja schon, aber die Brig gibt es jetzt. Brigand... Ich wollte schon sagen. Ostindienfahrer. Das ist ein großer Frachtraum. Wow. Schoner ist klar. Galeone. Ja, Galeone ist der Klassiker. Kostet nichts. Passt aber viel rein. Die San Fiorenzo. So, was gibt's denn hier in Bordeaux Schönes? Waren kaufen. Es sieht aus wie Tuchel oder sowas. Ja, Stoffe. Maximum. So, ich möchte das Schiff bitte entsenden. Und zwar entsenden wir das Ganze nach Port-au-Prince sind 4. Ach, ist kackegal von der Dauer her. Also 13.000. Wow, das ist ein, das lohnt sich. Okay, Sevilla haben wir genug Schiffe drin. In New Orleans kann ich noch eins. Kann ich auch später machen. Komm, Sevilla sind zu viele. Da muss ich was entsenden. Ja, die Jupiter. Ist der Stahl günstiger geworden? Ich meine ja, oder? Ich meine, der war bei 600, der Stahl. Aber ich kann mich auch täuschen. So, ich möchte das bitte entsenden, das Schiff. Veracruz. 18.000. Also wenn die Schiffe wieder an ihren... Ursprungsort zurückgekehrt sind, dann bin ich ein gemachter Mann auf jeden Fall. So viel steht fest. Veracruz. Dominica. Eine Galeone in dem Fall. Früchte, bitte. Früchte. Und diese Früchte gehen nach Havanna. Ja. So, haben wir noch Campeche. Was ich wahrscheinlich jedes Mal komplett falsch ausspreche. Warenkauf. Ich weiß nicht, warum ich Warenkaufen immer überspringe. Ich bin irgendwie doof. Gewürze. Das ist ein Arschteuer. Komm, nehmen wir lieber Zucker. Schiff entsenden nach... Ah, es wird auf Sevilla hinauslaufen, schätze ich. Ja, definitiv Sevilla. So, und jetzt habe ich noch 2.000... Ah, die behalte ich. Ein paar Kröten möchte ich behalten. So. Alles klärchen. So, jetzt geht's mit den wichtigen Dingen hier weiter. Also. Da ist noch was zum Renovieren. Hier rechts oben auch. Da links ist auch noch was. Aber was Spezifisches habe ich hier nicht. Ich habe jetzt tatsächlich... Ah, okay, die Schiffsbesatzungsmission, die hier unten war. Irgendwo. Hier irgendwo. Die ist anscheinend nur für die Sklaven. Dann mache ich die doch
mit der Dame. Damit der Schiff, der Schirm zum Einsatz kommt. Schiffe, Schirme, alles vorhanden in diesem Spiel. Da ist wirklich für jeden was dabei, also. Salut. Ah, ich muss ja noch... Ha! Hab ich ganz vergessen. Und auch die Dame hat lange Finger. Also nicht nur lange Nägel, sondern tatsächlich auch lange Finger. Ja. Warum zeigst du auf mich? Man zeigt nicht mit nackten Fingern auf andere Menschen. Ich habe nachgeschaut, wir benötigen für die Trophäe insgesamt 5000 EQ. Ich meine, mittlerweile habt ihr schon lange kommentiert, wie es ausgesprochen wird. Aber, wie gesagt, wir haben heute den 18.02., das ist jetzt Part, ich glaube 34, nee, Quatsch. Nee, 36, 37, irgend sowas. Ich habe momentan einen Puffer von über 20 Videos. Ich habe gestern 28 hochgeladen, 33 minus 9. 4, ich habe momentan Puffer, das ist mein 27. Video, weil ich jetzt als Puffer habe, glaube ich. Einschleichen, die Pläne für die Kanone entwenden. Aveline, wir haben Informationen abgefangen, die Pläne für neue Kanonen beinhalten, welche sich als äußerst nützlich in unserem Kampf gegen die Piraten erweisen könnten. Ich gebe dir die Positionen der Baupläne, aber den Rest musst du erledigen. Ich muss nicht erwähnen, dass die Pläne schwer bewacht sind und Heimlichkeit von größter Wichtigkeit ist. Okay, soviel zum Thema Schirm. Niemanden töten. Einschleichen, Pläne für Kanonen entwenden. Ja gut, dann werde ich das natürlich durch Betören bzw. Bestechen lösen. Weil ich keine Lust habe, mich jetzt nochmal umzuziehen. Ah, okay, das ist ein abgesperrter Bereich. Ich weiß nicht, ob das hinhauen wird. Achso, das ist der, der Bereich. Gut, ich bin eine Dame und ich habe mir nicht zu Schulden kommen lassen. Fahndungslevel technisch. Das heißt, eigentlich sollte ich hier doch ganz normal... Na gut, schon doch gerade. Der Bekanntheitsgrad steigt langsamer. Weiß mich, den Betör, hilft mir das? Kann ich dich betören? Hallo? Ja, kann ich. Also ich kann bestechen. Ich möchte dich bitte bestechen. Danke. Ich kann nicht bestechen. Wieso kann ich nicht bestechen? Okay. Gut, dann müssen wir es anders machen. Hat nicht so funktioniert, wie ich das wollte, ehrlich gesagt. Ist ein bisschen bedauerlich, also müssen wir wieder zur Sklavin wechseln, die auch komplett inkognito ist. Oh, wir haben die Wachen von ihrem Platz weggelockt. Aber wir können auch hier gerade noch die Schmiede, den Waffenhändler, renovieren. Na, sind es weniger. Ich könnte das tatsächlich mal probieren. Dann kann ich mich hier für ein bisschen Action auch sorgen, weil ich eh schon hier drin bin. Jetzt, wenn ich zum Hauptplatz gehe, wo wir das Pulverfass-Attentat verüben mussten vor einiger Zeit. Die Scharfschützen ja trotzdem unterwegs. Ja, das könnte eigentlich funktionieren. Ich würde nur gern den Herrn da oben
liquidieren zunächst. Ah, ich darf niemanden töten. Halt. Fuck, hab ich ganz vergessen. Scheiße, ich guck nochmal gerade nach. Ja. Wow. Gut. Ah, das ist blöd. Zumal die ganze Zeit in eine Richtung guckt anscheinend. Ach du Scheiße. Ich habe nichts, um ihn abzulenken. Ich habe nur Sachen zum Töten. Boah. Okay, vielleicht doch als Dame irgendwie. Da stehen auch... Upsi. Ah. Gut, jetzt würden Tumult mir helfen. Jetzt sind die Tumult-Leute nicht da. Gut, die Seite scheint nicht so gut bewacht zu sein. Das ist bedauerlich. Aber nichts passiert. Gut. Da oben ist ein Scharfschütze. Da hinten ist ein Scharfschütze. An sich sind das jetzt die drei Scharfschützen, auf die ich achten muss. Und eine Patrouille. Gut, die Schaff... Der Wachposten patrouilliert. Gut, denn der ist, glaube ich, keine Gefahr. Hier vorne, der patrouilliert jetzt. Der läuft gerade weg. Ich weiß nicht genau, wo sich jetzt die Pläne befinden. Ich habe eine Ahnung. Scheiße. Ich muss das Zeitfenster jetzt nutzen. Okay. Aus dem Lager entkommen. Boah. Fuck. Die Patrouille. Ah, da stehen zwei. Ah, scheiße. Ah, okay, also muss ich jetzt wieder hier lang gehen. Gut, eine Patrouille. Ich fühle mich hier gerade wie bei Commandos. Oder Commandos, oder wie auch immer. So, der eine Scharfschütze guckt gerade nicht in meine Richtung. Da oben, der patrouilliert. So, wo guckt der jetzt hin? Okay, läuft weg. Na, soll ich das so eigentlich jetzt hinkriegen? Also wenn ich jetzt gesehen werden sollte, wäre das extrem bitter. Perfekt. So. Genau, nochmal im Heuballen hier verstecken. Kann auch nicht schaden. Nein, nicht pfeifen. Nicht pfeifen, habe ich gesagt. So. Doppelbelegung der Tasten. Ihr kennt das. Gut. Und jetzt müsste die Schiffsbesatzungsmission ja wieder auftauchen. Und das tut sie auch. Okay.
Okay, habe ich ganz übersehen einfach. Okay. Ja, bleiben wir auch direkt die Sklavin. Weil als Dame lässt sich es halt nicht so wirklich gut hochklettern. Im Endeffekt. Gut.